So, hallo, hier ist Soja One von PocketPC.ch und wir sind live auf dem Huawei Event. Es wurden drei Wearables vorgestellt, eins davon haben wir jetzt in der Hand. Das ist der Nachfolger vom Talkband B1. Wir haben jetzt das B2 in der Hand und es funktioniert nach demselben Prinzip wie der Vorgänger auch. Allerdings wurden ein paar Verbesserungen dann vorgenommen. Erstmal zu den Sachen, die beim Vorgänger auch funktioniert haben. Wir können es rausklippen. Wir haben hier dann unseren kleinen Bluetooth-Kopfhörer, mit dem wir uns dann unterhalten können. Also quasi ein Bluetooth-Headset, der kommt dann ins Ohr. Hier ist der Ohrstecker dafür und wir haben mehrere Mikrofone an dem Teil, damit wir uns auch entsprechend mit Active Noise Cancellation und so weiter unterhalten können. So, dann klippen wir es mal wieder rein. Es ist ein 0,73 PM OLED-Display, das wir durch Wischen von oben nach unten mit unterschiedlichen Statusanzeigen aufrufen können. Hier zum Beispiel unsere Schritte zählen, Kalorienverbrennung, das sind nur einige Beispiele, die damit funktionieren. Natürlich auch die Uhrzeit anzeigen. Ein 6-Achsen-Bewegungssensor ist hier drin. Huawei gibt an, dass die meisten Tracking-Devices nur mit einem 3-Achsen-Gyrosensor ausgestattet ist. Das Ding hat tatsächlich einen 6-Achsen-Sensor verbaut für die Messung. Das heißt, es erkennt sogar, ob ihr am Zähneputzen seid. Also es werden dann nicht automatisch Schritte gezählt oder wenn ihr auf einer Tastatur rumtippt. Das Gerät kann das unterscheiden, damit es nicht zu irgendwelchen Fehleingaben kommt. Das ist jetzt ein, es fühlt sich an wie ein Gummiband, Polyesterband, liegt bei 169 Euro, kommt Ende April auf den Markt und das auch in ganz Europa, was wir sehr begrüßen, zumindest in Deutschland und Österreich. Schweiz stand, glaube ich, auf dem Bild auch, aber das reichen wir auch dann ganz gerne in der News nochmal nach. Es gibt noch eine Premium-Version in optischem Gold, Braun, Kupfer, so wie man es auch von den Apple-Geräten in etwa kennt, was dann auch tatsächlich mit einem sehr hochwertigen Lederband ausgestattet ist. Ja, soweit vom Talkband B1 und wir gucken mal, dass wir die anderen... Achso, genau, Talkband B2. Mittlerweile ist das sehr verwirrend. Nein, es ist nicht das Talkband B1, es ist das Talkband B2. Und wir gucken mal, ob wir die anderen Wearables auch noch in die Finger kriegen. Vielen Dank, euer One von PocketPC.ch.